So, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Heretic Mod. Und wie man sich vielleicht denken kann, es gibt wieder eine Folge Greed Mode. Mit dem Typen mit dem DN100. Und den Crack Dice. Okay, das wird lustig. Ja, das da ganz klar. Wobei das andere wäre, glaube ich, besser gewesen. Ach, egal. Wir haben jetzt das mitgenommen. Hier ist das Seed. Falls es irgendwie interessiert. MD96ZA8M. So. Wir haben kein Geld. Könnte den D100 aktivieren. 800? 100. Machen wir. So. Ach, Mist, hätte ich nicht hier drin machen sollen. Egal. Jetzt haben wir eine Bombe. Und können damit nicht wirklich was anfangen. Wir gucken mal hier rein. Da kriegen wir eine ganze Spinne. Toll. Und jetzt fangen wir auch mal an. Erster Kampf gegen ganze Fliegen. Sind wir stärker geworden, dadurch, dass wir Schaden genommen haben? Es kommt mir fast so vor. Was ich sehr interessant fände. Ich glaube tatsächlich, dass wir stärker geworden sind. Au. Das war blöd. Jetzt reicht's so langsam. Ich sollte mal ein bisschen aufpassen, glaube ich. Was ist hier los? Geht mal alle weg. Haut ab. Wobei. Ich überlege gerade, ich sollte den DN100 wahrscheinlich dann einsetzen. Wenn da ganz viele Münzen rumliegen. Und Zeug und so. Das erscheint mir sinnvoll. Das erscheint mir ziemlich sinnvoll. Und zwar genau jetzt. Oh. Oh, haben wir schon mal ein paar Schlüssel. Damit können wir die goldene Truhe da hinten öffnen. Hm, ob das jetzt so sinnvoll war? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt auch ein Seelenherz rum. Das ist schon mal sehr gut. Das Geld lasse ich erstmal liegen. Versuche gerade hier zu bleiben, ohne großartig wegzugehen. Mit der da wird wahrscheinlich mir einen Strich durch die Rechnung machen. Ah, oder auch nicht. Komm schon. Oh, explodiert er nicht. Nein. Ah. Ah. Nein. Jetzt wird es langsam kritisch hier. Uiuiuiui. Okay. Das böseste Zeug ist weg. Irgendwas da hinten ist explodiert. Kann mir egal sein. Und da liegt ein Seelenherz. Oh, gib das her. Was ein Stress. Das vertrage ich doch nicht. So. Erstmal will ich das hier haben. Das Häufchen muss weg. Was ist das für eine Karte? The Fool. Schön, wir haben Schlüssel. Bedeutet, wir können hier rein. Und da ist Technology. Oder will ich das andere Item hier haben? Dann würde ich Neues kriegen. Ah, schwierig. Moment, wir probieren mal was aus. Wobei, stopp. Andere Idee. Bevor wir jetzt ein Item nehmen, laufe ich beinahe erstmal dagegen. Das will ich haben. Und da möchte ich das hier öffnen. Nech. Nicht gut. Nein, nicht gut. Der Rest, der hier rumliegt, ist allerdings auch nicht gut. Bedeutet jetzt, ich möchte den Geheimraum haben. Deswegen holen wir uns das hier. Schmeiß mal kurz das Teil dahin. Kriegen keinen Geheimraum. Dann probieren wir es nochmal hier. Und finden den Geheimraum. Aha. Mir fällt doch gerade was auf. Ich brauche ein paar mehr Seelenherzen. Oh nein. Das ist schlecht. Das ist ziemlich schlecht. Habe ich jetzt ja gar nicht dran gedacht. Ich brauche mehr Seelenherzen, damit ich beim Devil Deal ein Zeug kaufen kann. Hier will ich nichts von haben. Was ist das hier? Eine Smaller Pille. Und das hier? Tears Down. Okay, wir schnappen uns mal kurz die Schlüssel, weil die brauchen wir höchstwahrscheinlich sowieso. Wir wechseln jetzt wieder auf das andere Item und dann gehen wir sofort in die nächste Phase. Aber ich glaube, wir werden nicht genug zum Rerollen kriegen. Pin? Ich... Natürlich! Spring mich einfach aus der Ecke an. Ist klar. Hier, komm mal her, Pin. So ganz tolle Stacheln, die magst du doch so gerne. Das ist total Akupunktur und so. Hier. Komm, da, auf die Stacheln drauf. Ich glaube, der wird da nicht drauf gehen. Okay, wir haben uns fehlen noch drei. Nee, zwei Aufladungen heißt.
Eine kriegen wir, wenn wir den Devil die freischalten. Und eine kriegen wir, wenn wir vielleicht Gegner im nächsten Raum haben. Das wäre die Möglichkeit. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier Gegner sind. Nein, natürlich sind hier keine Gegner. Ah. Das ist blöd. Und rerollen lässt sich hier auch nicht. Wir schmeißen hier mal eine Bombe hin. Dankeschön. Das ist doof. Das ist ganz, 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 ganz doof. Ich will trotzdem Devil D freischalten. In der Hoffnung, dass da irgendwas Nützliches drin ist. Ich weiß, das ist unwahrscheinlich. Hat der gerade Schaden gekriegt? Ich glaube ja. Es sah zumindest aus, hätte der Gegner Schaden bekommen. Mann, ist das Spiel laut auf meinen Ohren. Oh mein Gott, oh oh. Hui, ich glaube, das war dezent knapp. Okay, jetzt ist das Baby böse. Jetzt sind beide von den Viechern böse. Wow. Wow, 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 wow. Das kann ich mir gar nicht antun hier. Und gebrauchen kann ich das schon sowieso nicht. Habe ich schon mal gesagt, dass diese Viecher super lästig sind? Weh, da ist Krampus drinne. Dann weine ich. Geht weg. Boah, das war ein grottiger Start. Von mir. Oh Gott, nein. Ein ganz grottiger Start. So. Eieieiei. Gut. Was haben wir hier? Genau, gar nicht. Gut, also so toll sind die Items auch nicht. Wobei, die Empty Vessel hätte ich gerne mitgenommen. Die wäre cool gewesen. Ich glaube, die gibt mir auch keine Herzen. Von daher kann ich alles leider nicht machen. Bedeutet, ich muss jetzt das Geld mitnehmen. Was gar nicht mal so wenig ist. Nochmal kurz hier reinschauen. Da war nichts mehr. Nee, nö. Weil, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Schnappen uns mal das hier. Weil das Speed-Up ist schon recht wichtig. Und das Shot-Speed-Up nehme ich auch gerne mit. Und gehe dann direkt in die nächste Ebene. Hätte ich mal vorher drüber nachgedacht, ob ich rerollen kann. Ich nämlich Technology mitgenommen. Doof gelaufen. Nicht so schlimm. Wir gucken mal hier rein. Oh, Scorpio. Ganz klar das hier. Wir brauchen die Container. Genau. Wir brauchen HP-Upgrades. Wichtig. Bevor wir jetzt allerdings direkt zu kämpfen anfangen. Da habe ich irgendwo einen Schüsse gehört. Genau. Eine Bombe gibt es hier auch günstig. Oder man kriegt einfach so eine Bombe. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Man kann sich jetzt hier reinspringen. Und der Hoffnung, dass da vielleicht noch was ist. Gut. Wir haben schon mal Plus gemacht. Jetzt holen wir uns noch... Wollen wir uns das Buch holen? Wäre das klug, mir das Buch zu holen? Ja, aber nicht jetzt, glaube ich. Für uns das. Damage ab und ein bisschen Range. Dann holen wir uns noch Virgo. Weil das werden wir gleich rerollen. Nämlich jetzt. Oh nein, oh nein. Was ist das für eine furchtbare Kombination? Das ist furchtbar. Weil irgendwo ist dieser Zeiger, der... Oh nein. Oh nein. Genau, das Zielkreuz, nicht der Zeiger. Ich sehe den nur nicht. Da hinten ist er. Ich habe Loki's Horn und Stigmata irgendwie. Oh Gott, ist das schlecht. Oh nein. Das ist eine furchtbare Kombination, wirklich. Markt und... Nee. Aber nur nein. Ganz großes Nein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin froh, dass ich diese Kombination nicht allzu lange behalten werde. Weil die ist schrecklich. Weg damit. Ludovico ist jetzt auch nicht unbedingt besser. Lass mich durch. Oh mein Gott. Wow. Oh. Hi, Leute. Gehe mal kurz durch. Ihr habt da hoffentlich nichts gegen. Problem ist, ich sehe euch gerade nicht. Au. Natürlich. Der Tower ist auch nicht... Jetzt reicht's.
Es reicht. Geh weg. Boah, sind das böse Feuer? Nee, doch, es sind böse Feuer. Okay, danke dafür. Earthrow. Cool, was hat mir vorher The Fool? The Fool werde ich wahrscheinlich gleich mal einsetzen. Nochmal rerollen können wir nicht. Gut, dann gehen wir mal kurz hier rein. Probieren mal hier eine Bombe zu legen. Und setzen The Fool ein, wieder rauszukommen. Okay, schnappen wir uns Perthrow. War hier noch irgendein Item, was ich noch haben wollte? Nein. Wollte ich von hier was haben? Nein, auch nicht. Gut, Rerun kann ich nicht aktuell und werde ich auch nicht können. Wahrscheinlich, wenn man mal überlegt. Zwei Bosse. Devil Deal macht drei. Nein, ich werde auf definitiv nicht rerollen können. Will ich hier Perthrow einsetzen? Nö. Da behalte ich lieber das ganze Zeug hier. So. Und los geht's. Ich meine, die Ludovico-Technik ist lustig, aber mehr als lustig ist sie auch nicht. Vor allem muss ich damit erstmal treffen. Dafür muss ich erstmal in Reichweite kommen. Das ist furchtbar. So. Ich hab doch Bomben. Muss ich auch nutzen irgendwie. Wenigstens habe ich Superlast jetzt. Bin ich Superlast losgeworden. Der war wirklich schrecklich. Wie habe ich es geschafft, da Piep auszuweichen? Ich weiß es nicht. Boah, machen wir wenig Schaden. Das macht gar keinen Schaden. Hält mal ein bisschen nach. Oh Gott, nein, 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 nein. Das ist ja furchtbar. Nee, ich bin hier raus. Oder stirb einfach. Bitte stirb, danke. Boah. Wir haben Edens Blessing. Kriegen wir jetzt im nächsten Run dann auch? Das könnte sein. Ah, wir haben nur noch 7 Bomben. Stimmt eigentlich. Könnte ich mir hier ein bisschen sprengen. Oh, Geld. Sehr gut. Dann können wir noch den Geheimraum suchen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man einfach Bomben hat. Aha. Earthrow. Okay. Ich habe auf ein besseres Item gehofft, aber no. Gut, jetzt die Frage. Die 100 behalten ist natürlich selbstverständlich. Ach, wir machen es einfach. Hier, Ragman. Zack. Zack. Und das war's mit Ragman. Das lief doch gut. Und sogar ein Angel, die gekriegt. Dein Ernst? Warum? Warum? Das wäre so viel Geld. Weißt du das? Ich hasse dich. Zu Recht. Ich hasse die Ludovico-Technik auch. Glücklicherweise hält er nichts aus. So. Wow. Schüssel. Wow. Mehr Angel Deals. Das ärgert mich jetzt. Dezent. Weil ich kann mich ja nicht mehr selbst. Das schützt ja nicht. Ich hasse sowas. Oh, hier ist nichts. Nächste Ebene. Nein, ich bin nicht angefressen wegen dem da. Nee, nee, nee. Überhaupt nicht. Goldraum. Oh, das Ding ist gut. Lebensupgrade. HP und Luck. Bitter nötig. Wir machen mal kurz Unterbrechung. Und da geht's weiter. Ja, da muss man mal wieder zur Tür, weil die Nachbarn etwas wollen. Und was haben wir hier nun Schönes? Nicht. Echt? Nicht. Okay, es ist nicht nichts, aber es ist schlecht. Es ist wirklich schlecht, was wir gerade hier so an Items kriegen.
Ich kaufe das, weil es im Angebot ist. Und das hier, weil es mir ein Herzchen gibt. Dann ist echt dunkel, ganz, ganz dunkel, was Items angeht. Tja, ich spreng mal hier in der Hoffnung, dass ich da was kriege für oder raus. Nope. Wie sieht's hier aus? Ein bisschen Geld, okay. Komme ich da ran? Oh. Oh. Ich habe leider keine Bombe mehr. Ja. Toll. Gut. Hätte ich jetzt bloß eine Bombe dabei gehabt. Ach, sowas kann man doch nicht wissen. Naja. Gut, wir sind jetzt hier. An die Bombe kommen wir aktuell nicht ran. Da will ich nicht rein. Das kostet mir nur Leben. Wobei, ist euch egal. Ja. Warte. The Lovers. Hurra. Wir kriegen jetzt erstmal Geld. Und das Geld ist natürlich drüben in dem anderen Raum jetzt. Gib mir das hier. HP ab. Bin zwar langsamer, ist mir egal. So. Zack. Zack. Reroll. Und das habe ich gekriegt jetzt. Irgendein Käse, glaube ich. Nein, nicht das Viech. Der Keybum. Den will doch keiner. Ich glaube, ich bin gar nicht mal so schwach. Hier ist der Keybum. Keeper. 10 Herz. Woher auch immer das kam. Ach, vom Relic. Ich bin gefühlt ein bisschen verplant. Noch ein 10 Herz. Cool. Kriege ich noch ein Reroll zusammen? Ich hoffe doch. Aua. Ich hasse diese Viecher. Das sind auch zu viele für meinen Geschmack. Da bin ich so unkonzentriert, weil ich das Spiel so lange nicht mehr gespielt habe. Kann ja nicht sein. Wobei, mein Items finde ich gar nicht mal so übel. Die sind tatsächlich nicht schlecht. Aber Reroll. Weg damit. Ah. Wow, machen wir wenig Schaden. Wir haben Proptosis. Ach nö. Proptosis und Technology. Eigentlich ja super, aber irgendwie auch nicht. Bombs Aki. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich möchte aber erstens das Geld, zweitens die Items, super. Damage up. Noch ein Reroll kriegen wir nicht zusammen. The Hanged Man ist gut. Aber noch mehr Zeug drin. Nee, das wollte ich nicht haben. Was ist das hier? Health up. Cool. Und das war's. Sowas kaufen kann ich nicht. Doch, wir kriegen gleich noch ein bisschen Geld. Sollte funktionieren. Eine Batterie war da nicht, oder? Nein, eine Wackelbatterie. Ich glaube, die Vergiftung ist gar nicht mehr so schlecht gegen ihn. Und der Laser ist super gegen diese ganzen Gegner. Ja, doch, doch, das funktioniert. Das funktioniert, das ist super. Und der hält nichts aus. Perfekt, irgendwo ist noch was. Jetzt nicht mehr. Was? Du kommst natürlich gleich nochmal. Wir haben Glitterbombs. Aua, hör auf, mir Schaden zuzufügen. Wir haben Glitterbombs. Das ist ja super. Und das hat nicht getroffen, wirklich jetzt? Warum das denn? Hier. Ich lasse mich auch ständig von allem treffen. Cool, da habe ich noch einen Schlüssel gekriegt. Wir haben nochmal ein bisschen Geld bekommen. Ich überlege gerade. Was könnte ich denn... Wir könnten uns Binky noch kaufen. Ja. Ja. Wobei, nee, wir machen das anders. Wir gehen erstmal in den nächsten Kampf hier. Ich bin dafür meinen Geschmack etwas zu schnell und zu schwach. Wobei Proptosis wirklich gut Schaden macht und ich werde ständig getroffen. So, jetzt können wir nämlich hier rein. Genau, da ist der Herr da drinnen. Natürlich in rotem Antlitz. Dementsprechend auch dementsprechend stärker. Zweimal dementsprechend im selben Satz zu verwenden, ist merkwürdig. Au, nicht gut. Hier. Und das war's hoffentlich für ihn. Da liegen wir und sehen jetzt rum. Das ist schön. Wie bin ich da denn jetzt reingekommen? Keine Ahnung. So, noch eine höhere Angel-Die-Chance. Warum?
keine Ahnung, weil ich so wenig Leben habe, dass ich den Devil Deal sowieso nicht annehmen könnte, wenn ich selbst nicht wollte. So, wir haben noch keinen Geheimraum gefunden. Der könnte da sein. Ist er aber nicht. Der könnte hier sein. Ich brauche mehr Bomben. Aha. Oh, Power Pill. Addicted und Tears Down. Dann nehmen wir doch mal die Power Pill mit. Der Hanged Man ist ein. Wobei. Hanged Man? Ah. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Das muss man doch nutzen. Gib mal her. Wenn da schon die Möglichkeit besteht, das tatsächlich sinnvoll zu nutzen. Schwupps, haben wir einmal das. Hol uns jetzt tatsächlich das hier. Ja, halt mich nicht für bekloppt. Hat alles seinen Sinn. Erstens kriege ich dadurch eine Pille, die, von der ich wusste, dass die gut war. Selbstverständlich. Jetzt können wir die nächste Ebene und dann können wir das rerollen und das Ding ist weg. Ich mag es ja sowieso nicht. Perfekt. Ich warte nur noch auf die gute Kombination. Die fehlt mir noch so ein bisschen. Wir hatten noch keine wirklich gute Kombination, trotz dessen, dass wir den D100 haben. So, Lebensupgrade. Es sind beides Lebensupgrades. Jetzt schnappen wir uns mal das hier. Oh, okay. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich gleich rerollen werde. Wobei, jetzt müssen wir erstmal das Ding mitnehmen. Schnell wieder raus. Aha, hier gibt es günstiges Item zu kaufen. Wir haben zwei Bomben. Was günstige Item mitnehmen? Wir sprengen erstmal hier die beiden wieder. Vielleicht kriegen wir schon mal ein bisschen Geld. Nope. Müssen wir es wie folgt machen. Wir gehen hier rauf. Der muss weg. Die ganzen Bücher müssen auch weg. So, jetzt werden wir hier drauf gehen. Das fügt uns zwar Schaden zu, aber dann ist das Ganze nicht vorbei. Wir können gleich in Ruhe drüben rerollen und das Item neu würfeln. Das klingt doch schon mal gut. Für den Anfang. Wie, du lebst noch. Wird nicht gelebt. Verboten. So, das Item. Reroll. Conjoint. Oh, das ist hübsch. Das. Nimm es mit. Ja. Davon bin ich jetzt schon mehr angetan. Oh ja. Wir haben sogar Geld. Überleg gerade, will ich noch irgendwas kaufen? Das Item wäre nicht schlecht. Wir nehmen das mal mit. Das hätte ich rerollen können. Nicht mehr dran gedacht. Ist nicht so schlimm. Dann holen wir uns doch das hier. Spun-Transformation, das wird immer besser. Was ist das? Tears up. Ich würde sagen, wir sind stark. Oh ja, wir sind stark. Power Pill, Mini Mushroom, nö, brauchen wir nicht. Wir können fliegen, also können wir auch hier rein. Und kriegen nochmal zwei Wochen. Na gut. Bedeutet, wir können jetzt theoretisch weitermachen. Und ich möchte den D100 jetzt eigentlich weglegen. So, eigentlich möchte ich den ganz gerne weglegen. Die Items, die da sind, möchte ich nicht haben. Wir versuchen uns mal besseres Zeug zu holen. Ist hier vielleicht was? Nope. In die vollkommen falsche Richtung. Die haben so viele Bomben, ich kann die ruhig mal nutzen. Aha, immerhin eine Münze. Gut, ich hätte gerne das hier. Und das hier. Ich hätte gerne beides. Aber ich werde beides nicht kriegen. Wahrscheinlich. Bei meinem Pech. Sollte ein bisschen aufpassen, welche Richtung ich die Schüsse abfeuere. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen unplanmäßig, was das angeht. Ich nehme jetzt absichtlich das ganze Geld mit, weil ich möchte nicht rerollen. Weil Bomben brauche ich erstmal nicht, denke ich. Wow, der ist schnell gestorben. Der ist verdammt schnell gestorben. Wir sind verdammt stark. Das gefällt mir. Warum schießt der ab und zu in die falsche Richtung? Mein Gamepad ist scheinbar nicht richtig eingestellt. So. Überlegen wir uns gut, was wir nun machen. Ich glaube, wir holen uns erstmal den Geheimraum, der nicht dort ist. Auch nicht dort ist. Dann ist der bestimmt hier.
Auch nicht. Dann werde ich erstmal warten und bevor ich in den Curse Room nochmal gehe. Wir kriegen ja sogar Bomben ab und zu. Ja, die Items gefallen mir tatsächlich ziemlich gut. Wo kriege ich vielleicht doch? Nein, tue ich nicht. Mit ganz viel Glück könnten wir gleich im nächsten Raum nochmal 2 Münzen kriegen. Aber unwahrscheinlich. Gucken wir hier rein. Oh, was ein Glück, dass wir fliegen können. Einmal bitte das da. Okay. Was haben wir hier? Und da. Hier ist down. Hurra. Da könnte vielleicht auch nicht. Ist das denn hier? Dann muss es hier sein. Und wir kriegen nochmal Bomben. Okay. Power Pill. Ja, Power Pill genutzt, um da wieder rauszukommen. Jetzt ist die Frage. Tears Up und 2 Sehnenherzen? Ja, komm, wir nehmen Tears Up und 2 Sehnenherzen mit. Dann rerollen wir mal. Das wäre ja schon ziemlich nice. Aber ich habe genug Bomben. Wir holen uns mal das. Und das. So. Auf geht's. Was ist das denn? 2 riesige Gerdies. Das ist lustig. Denn die halten nichts aus. Angel Deal. Oh. Jetzt wird es ja langsam richtig interessant mit solchen 2 Kisten. Und wir haben richtig viele Sehnenherzen hier. Ich würde sagen, wir sprengen erstmal den da. Der steht da gerade so rum. Und ist tot. Cool. Dein Ernst? Na gut. Wir haben Schildetiers, fällt mir jetzt als auf. Ich habe schon wieder in die falsche Richtung angegriffen. Wir haben Schildetiers. Das ist cool. Das ist sehr cool. Wir können jetzt aber, glaube ich, auch schon in die nächste Ebene. Yep. Kein Devil Deal mitgenommen, aber der DN100 hat uns dann zu einer guten Kombination geführt. Das ist schön. Curse of Darkness, okay. Placenta oder Speedup ist beides Käse. Hier ist auch nur Käse. Wir haben, glaube ich, schon Spun-Transformation und Lord of the Flies, wenn ich mich nicht irre. Das bringt uns recht wenig. Aber wir kriegen jetzt ein paar mehr extra Bomben. Was haben wir hier? Tja. Boah, das. Wow. Das brennt einem ja die Augen aus. Ist ja furchtbar. Aber wir kriegen noch ein bisschen Geld. Und noch ein paar Bomben. Dann gehen wir mal hier rein. Das ist doch bestimmt Jera, oder? Nein. AWAS. Und das ist nicht das, was ich wollte. Gut. Wir haben 15 Münzen. Wir können uns das hier holen. Brauchen wir das? Eigentlich nicht. Ich finde, wir sind so schon stark genug. Wir brauchen nicht. War ich überhaupt in den einen Raum und habe mir das Item da angeschaut? Ich weiß es gerade gar nicht. Inkonsequent. Boah, ist das furchtbar, das hier. Ich brauche dringend die schwarze Kerze. Das brennt einem ja die Augen aus. Aber sowas von. Das geht gar nicht. Ich sehe auch irgendwie nichts. Ich greife nur irgendwie an und keine Ahnung, irgendwas treffe ich währenddessen. Ich würde gerne DN100 loswerden. Aua. Weiß nicht, was mich erwischt hat. Aber es hat mich erwischt. So, habe ich das Item hier mitgenommen? Nee. Stimmt. Weil beiden nur Käse drin war. Vor allem diesen Begleiter brauche ich nicht. Ich ziehe ja selber schon so eine Spur hinter mir her. Da brauche ich nicht noch so einen Begleiter. Es ist beides vollkommener Mist. Habe ich hier was? Ja, ich kann rerollen. Dann probieren wir das mal. Schwarze Kerze. Oh, 1000 besser. Oh, ist das super. So. Dann. Wir probieren mal kurz was. So. So wirklich probiert habe ich jetzt eigentlich nichts. Toll. Ich bin gerade überlegen, ob wir jetzt entweder Geld hierfür ausgeben. Dadurch kriegen wir Sachen, wenn wir getroffen werden. Ich stoppe mal kurz das. Ich möchte den DN100 loswerden.
Judas Shadow wäre auch interessant, aber ich will jetzt nicht so viele Herzen verlieren. Auch wenn das meine absolute Macht nur noch bestärken würde. Oder, ja, eigentlich schon. Oh, hallo Krampus. Tut mir ja schon ein bisschen leid. Wie kann es sein, dass ich da einen Trollbomben kriege? Why? Hier sind auch solche Dinger, die kann ich sprengen. Da ist genau gar nichts drin. Cool, was ist hier? Auch nichts. Gut, dann kämpfen wir gegen den Extra-Boss, um uns den Devil-Deal oder den Angel-Room freizuschalten. Na komm. Und Devil-Deal. Es wird doch noch wahr. Ja gut. Was soll's. Den 100 brauche ich ja eh nicht. Und wir kriegen einen Schlüssel. Hurra. Wollen wir nochmal rerollen? Ja, wir rerollen nochmal. Tears Up bringt uns nichts mehr. My Reflection. Bringt mir, glaube ich, gar nichts. So viele Bomben. Ich kann so häufig irgendwas sprengen, in der Hoffnung, da was rauszukriegen. Und dadurch kriege ich dann wieder Geld raus und daraus kriege ich dann wieder Bomben. Das ist toll. Den Stein springe ich auch mal. My Reflection. Wie funktioniert denn My Reflection mit Tech-X? Gar nicht, oder? Das kann gar nicht gehen. Das ist Laser. Hive Mind und das PhD. Jetzt wird es natürlich wieder interessant. Ach Mist, jetzt ist es so interessant, dass ich gern beides mitnehmen wollen würde. Und letztlich nehme ich gar nichts davon mit, weil wir haben weder Fliegen noch irgendwelche großartigen Pillen. Da warte ich lieber auf was Besseres. Inkonsequent ich bin. Ja, ja, ich weiß. Und wir sind jetzt schon auf der letzten Ebene, bevor wir zu Ultra Greed kommen. Meine Güte, geht das fix. Oh, Universalschlüssel, warum nicht? Deep Pockets. Ja, zeig mal her. Jede Menge Geld und jede Menge Bomben. Das erfreut mich doch immer wieder. Hier sprengen wir mal. Und dort sprengen wir mal. Speed down. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Wir sind trotzdem noch schnell genug. Warum habe ich da gesprengt? Ich weiß nicht. Was ist hier drin? Oh, ein goldenes Häufchen. Nochmal ordentlich Geld drin. Und ein Luck up. Wo habe ich denn Luck down gekriegt? Ich hatte doch schon mal einen Luckwert von 1. Ich weiß es nicht. So, jetzt die Frage. Die Pockets? Nö. Tiny Planet. Tiny Planet. Ja. Das macht den Zirkel um uns einfach richtig übel. Oh ja. Oh ja. So, wollen wir noch was davon haben? Das Item brauchen wir nicht. Das da will ich nicht. Aber das hier, Speed and Damage. Das hier muss ich haben, weil das ist Must-Have. Das kostet nichts und man kriegt Zeug dafür. Werden wir uns gleich mal besorgen. Au, bist du des Wahnsinns? Ich muss schon sagen, das sieht ziemlich cool aus mit den Lasern um uns herum jetzt. Finde ich zumindest. Ich finde, das sieht cool aus. Buch, Batterie, Buch, Karte. Aha, The Magician. Ich weiß schon, wofür wir uns das aufheben werden. Oh ja. Das freut mich jetzt schon. Und ich hoffe euch genauso. Das wird awesome. Ich kämpfe mal lieber nur mit den Richtungstasten anstatt mit dem Analogstick. Weil der Analogstick hat irgendwie gerade die Tendenz, immer in die falsche Richtung anzugreifen. Warum auch immer. Schwarzes Herzchen. Wo habe ich die... Achso, ich habe zwei Devil Deals mitgenommen. Deswegen habe ich so viele Herzen verloren. Ha. Gut, dann holen wir uns mal das hier. Gegen jede Menge Zeug. Den Rest brauche ich nicht. Reroll. Nein, Reroll. Nee, Reroll. Die Sachen sind alle nicht so toll. Versuch gerade irgendwie... Das nehme ich noch mit. Nur was Gutes daraus zu ziehen, aber irgendwie... Das Spiel möchte mir gerade nicht so gute Sachen geben. Das nehme ich noch mal kurz mit, obwohl wir die Span-Transformation ja schon haben. Aber weil es ein gutes Item ist. Und der Rest ist so... Ja.
Nö. Lag ab. Das Kartendeck, ja, Starterdeck. Nicht Kartendeck, Starterdeck. Können wir jetzt leider nicht mehr mitnehmen, aber ist auch nicht so dramatisch. Wir sind stark genug. Und wir haben The Magician. Ich wollte gerade My Magician sagen, aber mein Magier ist es ja nicht. Das ist ja nicht meiner. Der ist ab und zu mal da, wenn er gerade Bock drauf hat. Trotzdem gucken wir mal in den Devil Deal. Da könnte was Nützliches drin sein, auch wenn es fatal enden könnte. Das könnte fatal enden. Na los, greif an. Greif an. Wunderbar, Devil Deal. Verlockend. Sehr verlockend, Herr Satan. Satan. Noch ein bisschen Geld für uns. Ach, das ist ja nett. Und einige Bomben. Ich würde sagen, wir nehmen das mit, auch wenn es recht sinnlos ist. Und dann schnappen wir uns auch das hier. Und haben eine abartig hohe Tier-Rate jetzt. Oh ja. Und dann. Rerollen können wir nicht. Das Starter-Deck bringt mir wahrscheinlich recht wenig. Ich nehme es trotzdem mal mit und kriege eine High-Priestess-Karte. Na gut. Na gut. Nächste Ebene. Auf zu Ultra-Greed. Ich bin ehrlich gesagt sehr angetan von unserer Kombination. Das wird gleich sehr, sehr lustig werden. Da bin ich sehr von überzeugt. Und tschüss. Und tschüss. Danke für das ganze Geld. Und euch beide sprengen wir mal kurz. Oder sprengen gar keinen, weil die Bombe einfach nicht dahin reicht. Setzen das Buch ein, kriegen ein rotes Herzchen und wechseln auf The Magician und gehen da rein. Hallo Ultra Greed und aktivieren The Magician. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig lustig. The Magician mit Tech X ist einfach viel zu stark. Er hat überhaupt keine Chance. Ich kann, glaube ich, spammen, wie ich möchte. Ich könnte auch theoretisch auch richtig große Kreise abfeuern. Und im Idealfall kann er mich nicht mal treffen. Weil er keine Chance hat, an meinen Laser vorbeizukommen, weil ich ja Shielded Tears habe. Das ist eigentlich schon zu einfach. Dezent. Er fällt zwar nicht so schnell um wie sonst immer. Und Bob hätte mir beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht gerade. Aber der hat keine Chance, uns irgendwie zu erwischen. Ich meine, der kann gar nichts jetzt machen gerade. Im Großen und Ganzen, ehrlich gesagt. Und dafür verliert er trotzdem noch recht schnell Leben. Ich würde sagen, auf Wiedersehen, Ultra Greed. Das war doch mal eindeutig hoch. Hallo Spinnen. Bevor wir jetzt allerdings da reingehen, sprengen wir nochmal die ganzen Typen hier. Vielleicht kriegen wir nochmal die eine oder andere Münze daraus oder ein paar Spinnen. Die will ich eigentlich nicht haben. Und geben. Okay, danke Bombe. Und geben der Maschine jetzt nochmal ein wenig Geld. Ultra Greed hat schon wieder das Geld gefressen. Hör auf damit. Wenn ich jetzt The High Priestess aktiviere, landet das auf mir oder auf Ultra Greed? Normalerweise landet das auf einem selber, wenn kein Gegner da ist. Aber Ultra Greed ist zwar besiegt, aber zählt ja immer noch als Ziel. Ja, ist auf ihm gelandet. Okay. Run ist vorbei. Sehr schön. Wenn auch nicht ganz so interessant und so cool wie sonst oder in anderen Greed-Mode-Runs. Der Run war sehr durchwachsen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Tech-X und Conjoint gekriegt habe. Bis dann war es awesome. Tech-X und Conjoint zusammen mit The Magician. Super. Aber gut, Run ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part The Binding of Isaac Heretic Mod. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.